Westheim in Unterfranken. Umringt von bewaldeten Höhenzügen der Forön liegt im beschaulichen Saaletal Westheim in Unterfranken. Der idyllische Ort zählt ca. 750 Einwohner und ist seit 1971 Stadtteil von Hammelburg mit seinem majestätischen Rathaus. Ebenso ein Schmuckstück der Stadt, das Kellereischloss, auch Rotes Schloss genannt. Eine ehemalige Sommerresidenz der Fürstäbte von Fulda. Westheim hat eine langjährige Geschichte. Im Jahre 777 behaupteten die Bischöfe von Würzburg sowie die Äbte von Fulda hier ihre Ansprüche. Der Geleitstein, der in der Flur Korreußen zwischen Eisenbahnlinie und Ortsverbindung Richtung Hammelburg steht, gibt heute noch Zeugnis vom damaligen Grenzverlauf. Auf der Südseite befindet sich das Wappen des Fürstbischofs Julius Echter mit der Inschrift Freies Würzburgerisch Geleit. Die gegenüberliegende Seite zeigt das Wappen des Fuldaer Fürstabtes Friedrich von Schwalbach mit der Inschrift Freies Fuldisch Geleit 1615. Mit diesem Geleitstein setzten die Hochstifte ihrem äußeren Schlusspunkt unter die Verhandlungen. Die Grenze verlief damals mitten durch das heutige Dorf. Daher rührt auch noch die derzeitige Straßenbezeichnung Grenzstraße. Heute ist Westheim ein stattliches Dorf. Ländliche Hinterhöfe, schmucke Fassaden, ein gepflegter Friedhof und schöne Gärten bestimmen das Gesamtbild. Der nahe Weg zur Autobahn machte es möglich, dass vor etwa 30 Jahren ein Gewerbegebiet entstanden ist, wo sich mittlerweile namhafte Firmen ansiedelten. Im Ortskern selbst bestimmen alteingesessene Betriebe mit langer Tradition das Geschäftsleben. Eine Metzgerei, zwei Gärtnereien und ein Steinmetz, der im angrenzenden Gewerbegebiet seinen Betrieb vergrößert hat. Wir besuchten die Firma Herterich und schauten einem Künstler über die Schulter, der hier ab und an sein Können unter Beweis stellt. Ja, vor ca. 100 Jahren war alles anders. Das Dorf war kleiner und geprägt vom Handel der Juden. 1933 hatten 13 Familien hier ihre Bleibe. In der Paulstraße ist das ehemalige Badehaus, das alle jüdischen Gemeindemitglieder nutzten, eine sogenannte Mikwe aus der Mitte des 18. Jahrhunderts weitgehend erhalten geblieben. Ein separates Frauenbad, das etwa um 1900 errichtet wurde,
ist ebenfalls in der Paulstraße noch vorhanden. Beide Mikwen wurden wegen ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung jetzt unter Denkmalschutz gestellt. Infolge des nationalsozialistischen Regimes wanderte ein größerer Teil der Israeliten aus. Etwa 11 Personen dürften in Konzentrationslagern umgekommen sein. Fast gegenüberliegend befindet sich noch in der gleichen Straße das Gebäude der damaligen Synagoge. Die erste wurde 1731 errichtet. Eine Familie hat sie vor Jahren erworben und zum Wohnhaus umgebaut. Sehenswert ist hier noch die original gewölbte Decke. Im Mainfränkischen Museum in Würzburg sind noch einige Kostbarkeiten aus der Synagoge zu bestaunen. Auf dem jüdischen Friedhof in Pfaffenhausen, einem weiteren Stadtteil von Hammelburg, fanden einige Westheimer Familien ihre letzte Ruhe. Auf dieser ehrwürdigen Stätte israelitischen Glaubens wurden auch Vorfahren des einstigen amerikanischen Außenministers Henry Kissinger beigesetzt. Die beiden Weltkriege forderten auch im kleinen Westheim viele Opfer. Das Mahnmal, das 1964 zu Ehren der Gefallenen errichtet wurde, erinnert noch an diese schreckliche Zeit. Unterhalb von hier fließt nahe der Ortschaft die Fränkische Saale und bildet hier die Südgrenze des Naturparks Rhön. Gänse. Sie gehören zum Dorfbild von Westheim. Sie übermitteln Idylle und sind auch gewisse Symbolfiguren. Oberhalb der Brücke, die mittlerweile für den Verkehr gesperrt und nur für Fußgänger passierbar ist, hält ein Wehr das Wasser auf und leitet einen Teil zur Mühle. So ist eine Saaleinsel entstanden, ein beliebter Tummelplatz für Kinder. Doch nicht immer zeigt die Saale solch Niedrigwasser. Meist alljährlich werden die Westheimer im unteren Dorf vom Hochwasser heimgesucht. Der Höchststand war im Jahr 2003, 2,95 Meter. Da zeigt sich die Saale dann als reißender Fluss. Die Dorfgemeinschaft ist gefragt und alle Hände werden gebraucht, um Schlimmeres zu verhindern. Auch nicht verschont von diesem Jahrhunderthochwasser blieb die Dorfkirche, die den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweiht ist. Im Jahre 1605 wurde mit dem Bau des Kirchturms auf einem bestehenden Unterbau aus dem Jahre 1200 begonnen. 1611 wurde die Kirche am Turm angebaut. Ab 1671 hörte man die Muttergottesglocke läuten. Im Innern des Gotteshauses grüßen derb bäuerlich die Kirchenpatrone Petrus und Paulus. Deren Symbole, Schlüssel und Schwert trägt auch das Wappen von Westheim. In den 70er Jahren wurde bei Renovierungsarbeiten ein Deckengemälde aus dem Jahre 1862 freigelegt. Besonders zu erwähnen
ist an dieser Stelle Pfarrer Julian Beitenbach, der von 1941 bis 1972 hier gewirkt und die Pfarrgemeinde Langendorf-Westheim geprägt hat. Dank einer Pfarrchronik, die er 1944 begonnen und bis 1972 sorgfältig geführt hat, sind noch wichtige Ereignisse und viele Anekdoten von den letzten Kriegsjahren bis hin zur Eingemeindung nach Hammelburg festgehalten. 13 Jahre wurde die Kirchengemeinde Westheim von Pfarrer Karl Feser betreut. Hier bei der Glockenweihe 2005 an der Lenkbergkapelle. Er verließ jedoch aufgrund größerer Pfarreiengemeinschaften am 30. Juni 2008 seinen Wirkungskreis. Somit wird Westheim von Pfarrer Erich Sauer aus Fuchstadt mitversorgt, der nun 8 Gemeinden zu betreuen hat. Wir kommen zurück zur Lenkbergkapelle. Sie wurde 1754 zu Ehren der Mutter Gottes erbaut und ist heute für Wanderer ein beliebter Ort zum Innehalten und Rasten. Die Statue steht in einem ausgehöhlten Baumstumpf. Zu ihren Füßen kniet eine Betende. Dieser einfühlsame Ort liegt auf einer Anhöhe nördlich von Westheim am Fuße der Weinberge. Diverse Bildhäuschen und Bildstöcke im Ort und in der Flur geben heute noch Zeugnis vom tiefen Glauben der Ortsbürger, die für bestimmte Geschehnisse ihre Dankbarkeit zum Ausdruck brachten und diese Denkmäler setzten. Westheim ist ein kleiner Weinort. Die bebaute Weinbergfläche am Lenkberg und Altenberg beträgt 4,24 Hektar. Sie ist in 50 Parzellen aufgeteilt und wird von 6 Familien bewirtschaftet. Ein besonderes Erlebnis ist hier alljährlich die Weinlese. Folgende Rebsorten reifen hier auf kargen Muschelkalkböden zu einem echten Frankenwein. Müller-Thurgau, Silvaner, Kerner, Weißburgunder, Domina, Dornfelder, Blauer Zweigelt und ein Bacchus. Somit wird sicher jeder Frankenweinliebhaber fündig und kann hier einen echten Frankenschoppen genießen. Auch an manchen Fassaden und in einigen Hausgärten reift die Marke Eigenbau. Wie auch in einem schönen Garten, der noch ländliche Idylle ausstrahlt. Wir haben ihn nahe der Bahnstation gefunden. Es ist das Reich von Otto Zoll. Und man spürt, dass der 74-Jährige mit Liebe hier wirkt. An einem Ort, wo er sich sichtlich wohlfühlt. Hier ist ein Stück ländliches Westheim erhalten geblieben. Und bin dann auch Das sind keine Grübel. Gut gegossen. Unweit von hier hält mehrmals täglich die Saaletalbahn. Dank der zentralen Lage hat Westheim schon seit Jahrzehnten eine Bahnstation am Schienennetz.
Gemünden, Bad Kissingen. Westheim hat ein reges Vereinsleben in etlichen Organisationen mit verschiedenen Interessengebieten bringen sich die Bürger des Ortes ein, wie hier die Westheimer Dorfmusik unter der Leitung von Horst Kümmert. Schon 1873 gründeten 44 Männer die Feuerwehr. 1973 feierte man das 100-jährige Gründungsfest mit Fahnenweihe. Heute eine sehr aktive Truppe, hier bei einer Großübung. Einen Fußballclub gründete man 1930. Erste und zweite Mannschaft, alte Herren und Jugendmannschaften. Gymnastikdamen sowie eine Wanderabteilung entspringen diesem regen Verein. Dass die Einwohner von Westheim dies zu würdigen wissen, schlägt sich in der Tatsache nieder, dass fast jeder zweite Einwohner Mitglied des 1. FC Westheim e.V. ist. Beim alljährlichen Treffen der Vereinsvorstände, die das Gremium des Vereinsrings bilden, werden die jeweiligen Termine koordiniert. Denn Feste feiern, das verstehen die Westheimer. Hier bei einem etwas anderen Fest, der GWK. Auf Initiative von Waldemar Gress bildeten im Jahre 1996 Gesangverein, Film- und Fotoclub und Gartenbauverein eine Vereinsgemeinschaft. Sie entschlossen sich, drei Vereinsheime unter einem Dach zu bauen. Ein Männergesangverein wurde 1890 als musikalischer Verein gegründet. Seit 1975 gab es einen Frauenchor und im Jahr 2008 formierten sich beide zu einem gemischten Chor. ...1990 wurde ihnen für 100 Jahre Gesang die Zelter-Plakette vom bayerischen Kultusminister Zehentmeier überreicht. Seit 1981 gibt es einen Jugendchor, der sich 2008 in The Voice umbenannt hat. Ein Kinderchor, die Vestolinos, formierte sich 2009. Der Film- und Fotoclub, der 1974 gegründet wurde, ist ein Exot unter den hiesigen Vereinen. Er ist der kleinste im Ort, doch stets wurden und werden wichtige und besondere Ereignisse des Ortsgeschehens und der Umgebung in Bild und Ton festgehalten. Auch kurze Spielfilme wie Es brennt und Theo, der Weg zum Schlagerstar, wurden vor Ort gedreht. Ich mache Sie zum Star. Zwei goldene Schallplatten im Jahr garantiere ich Ihnen mit Ihrer Stimme. Im rasenden Wandel der Technik, vom Schmalstummfilm in Schwarz-Weiß bis zur heutigen digitalen Technik, wo Film und Foto am Computer bearbeitet werden, dass auch Multimedia-Show und Dokumentation wie diese hier
Westheim in Unterfranken entstehen können. Der Gartenbauverein wurde 1981 gegründet. Ihm obliegt die Pflege einiger floraler Objekte und mit der alljährlichen Aktion Saubere Umwelt wird ein wesentlicher Beitrag zur Ortsverschönerung geleistet. Hier wurde bei einer Präsentation frischer Apfelsaft gepresst, der allen sichtlich mundet. Die Kümmidamen, eine Laien-Theatertruppe von 21 Frauen, haben ein Erbe angetreten, das nachweislich in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts seinen Ursprung hat. Sie bereichern das Ortsgeschehen, wie hier auf der Westheimer Freilichtbühne am Vereinsringplatz. Beim Saalemusikum, dem Kulturfestival der Region Fränkische Saale mit der Scheinheiligen Magd von dem Westheimer Stückeschreiber Bernd Reuter. Ihre alljährigen Aufführungen mit selbstverfassten Theaterstücken sind seit ca. 25 Jahren begehrt und stets ausverkauft. Der Erlebniskindergarten St. Peter und Paul ist weit über die Grenzen bekannt. Hier werden die Kleinen nach dem Konzept Reggio betreut. Diese Pädagogik betont immer wieder die Einzigartigkeit eines jeden Kindes. Insofern ist es keinem Kind vorzumachen, wie es wann was lernen sollte. Bereits 1986 erfolgte die Zertifizierung für das Konzept eines Reggio-Kindergartens unter der Leitung von Maria Förster. Übrigens damals der erste in Deutschland. Die erste Westheimer Anstalt, so nannte man den Kindergarten, befand sich neben der Kirche und wurde 1950 eingeweiht. Träger ist der Johannes-Zweig-Verein Westheim. Als 1970 die Schule in Westheim aufgelöst und zum Schulverband Langendorf kam, wurde das Schulgebäude umgebaut und ein neues Zuhause für den Kindergarten errichtet. Bei unseren Erkundungen stießen wir auf einen begabten Komponisten und Sänger, Siegfried Herterich, der singende Steinmetz, ein gebürtiger Westheimer mit seiner bekannten Tenorstimme. Traditionelle Ereignisse zogen sich früher und auch heute noch durch den Jahreskreis. Zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Wir kommen zu euch und singen voll Freude. Gott kommt zu den Menschen, zu euch und auch heute. Sein Kommen gibt Hoffnung, den vielen in Not, den Armen, den Kindern ohne Dach und ohne Brot. Er bringt den Menschen in Finsternis Licht, er schenkt uns Versöhnung und Zuversicht. So segne Gott euch und dieses Haus, dass Frieden hier herrsche und von hier gehe aus. Begonnen mit dem Brauch der Sternsinger, die von Haus zu Haus gehen, ihre Symbole an die Türen schreiben
und Segenswünsche fürs neue Jahr aussprechen und singen. Der Faschingszug schließt sich im zweijährigen Rhythmus an. Hier alte Bilder von 1953. Damals wie auch heute ist ganz Westheim auf den Beinen. Bekannt als das schönste Treiben im Umkreis säumen tausende Besucher die Straßen. Auch das Schmücken des Osterbrunnens, eine fränkische Tradition, praktiziert man in Westheim. Der Frauentreff lässt hier wahre Kunstwerke entstehen. Vom grünen Donnerstag bis zur Osternacht ziehen die Kinder mit ihren Klapperkästen durchs Dorf und ersetzen das Glockenläuten in dieser Zeit. Sie rufen die Gläubigen zum Kirchgang und zum Gebet. Für diesen Dienst gehen die Kinder am Ostersamstag von Haus zu Haus und sammeln Eier. Die Fronleichnamsprozession findet am Patroziniumstag Peter und Paul statt, dem sogenannten Dickedorch. Der Priester zieht mit dem Allerheiligsten unter Begleitung der Ortsvereine und der Pfarrgemeinde durch das geschmückte Dorf. Das Pfingstsportfest und ein Straßenweinfest, dass beides der 1. FC Westheim ausrichtet, haben im Jahreskalender ihren festen Platz. Ein Dorfmarkt findet im jährlichen Wechsel mit dem Faschingszug statt. All dies sind Anziehungspunkte für zahlreiche Gäste aus nah und fern. Die Felder rund um Westheim bestellten früher zahlreiche Kleinbauern und Selbstversorger. Infolge der Flurbereinigung sind nur noch zwei Haupterwerbslandwirte tätig. Da haben wir die Kuh Sarah, das ist die Mutter vom Drilling. Und da haben wir die Gerda und da hinten ist sie. Also das ist ein Mehrlingsgeburt. Drilling, sind jetzt genau 6 Tage alt und das Glück hat man nicht alle da und die bemben alle und gedeihen recht gut. Herrliche Wanderwege laden rund um den Ort ein, Natur zu genießen, die hier noch intakt ist. Das war eine kleine Zeitreise durch einen idyllischen Ort im Saaletal, dessen Bewohner hier wirklich daheim sind.